Willkommen zurück, Leute, zu Jurassic Park The Game. Ich habe ganz vergessen, mal wieder ins Tagebuch zu gucken und habe gedacht, starten wir den Part doch einfach mal, da wir eh gerade nur, in Anführungszeichen, vor dem Plan hängen, wie wir hier rauskommen mit den Wasserrohren etc. Da können wir auch nochmal kurz eine kleine Rückschau machen ins Tagebuch und bin jetzt auch zur Seite 6 gegangen. Da geht es nämlich weiter, wir sind nämlich schon bei 16 und deswegen lese ich mal ein bisschen weiter, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel halt bald endet. Das geht nämlich gar nicht so lange. Deswegen lese ich jetzt mal den Herrerasaurus vor, Herrera-Ex auch genannt. Ich hätte liebend gerne Don Victorino Herreras Gesichtsausdruck gesehen, als er die Knochen des Herrerasaurus gefunden hat. Und jetzt wurde einer der ältesten aller Dinosaurier hier in unserer Einrichtung wiedergeboren. Als wir am Herrerasaurus gearbeitet haben, wusste ich noch nicht, dass er als sichere Alternative zum Velociraptor gedacht war. Auch wenn Herrerasaurier längst nicht so klug wie Raptoren sind, macht ihr Jagdinstinkt sie doch beinahe genauso gefährlich. Die Quarantänegehege. Ich habe Hammond so satt. Kaum zu glauben, dass er nach dem letzten Vorfall eine weitere Gruppe Raptoren von Anlage B anliefern ließ. Der Mann wird es nie lernen, unsere Schöpfung zu respektieren und immer weiter versuchen, ein dümmliches Spektakel zu erschaffen. Wenigstens haben sie das südliche Quarantänegehege benutzt. Wenn sie die in der Nähe des Docks hätten verwenden wollen, hätten sie die Brut gefunden, die ich dort aufziehe. Direkte Anweisungen hin oder her, eine ganze Art einzustefern, nur weil sie nicht profitabel genug ist, ist völlig inakzeptabel. Parasaurolophus, fast eine Kammechse. Ich bin sehr erfreut über den Fortschritt der Verhaltenstests, die David und ich mit den Parasauriern durchgeführt haben. Unsere Hypothese, dass das Stirnhorn der Verständigung mittlerweile verstärkter Laute dient, hat sich bestätigt. Ich habe es geschafft, ihre Paarungs-, Fütterungs- und Warnrufe zu identifizieren und kann kaum erwarten, wie sie auf Aufnahmen der verschiedenen Rufe reagieren. David hat den Bereich um den Wasserturm in ein Gehege umgewandelt und ein kompliziertes Lautsprechersystem installiert, um die Rufe wiederzugeben. Das ist Wissenschaft und nicht die Art Wissenschaft, die mit Hilfe eines Checkbuchs beschleunigt werden kann. Velociraptor schneller Räuber. Unsere Velociraptoren unterscheiden sich stark von den Fossilienfunden. Sie sind gut dreimal länger, als sie sein sollten. Sie sind definitiv Velociraptoren, aber rein von der Größe erscheinen sie eher mit dem Utahraptor oder Deinohyus oder so verwandt zu sein. Ich habe Dr. Wu genau beobachtet, als das Thema aufkam, doch er scheint keinen Zusammenhang zwischen der Frosch-DNS und dieser Diskrepanz zu sehen. Und wenn er das nicht tut, dann wird das auch niemand sonst sehen. Das Tunnelnetzwerk. Ich wurde schon wieder von einem sinnflutartigen Platzregen überrascht, als ich vom Parasaurolophus-Gehege zu meinem Labor zurückging. Ich hatte gehofft, dass sie das Tunnelnetzwerk bis dorthin ausdehnen, aber keine Kosten scheuen. Zählt wohl nicht, wenn man in Ungnade gefallen ist. Vielleicht schneide ich das Thema nochmal an und wenn sie die Tunnel mit dem Besucherzentrum und dem übrigen Kern des Parks verbunden haben. Geothermische Energie. Die Hauptstromversorgung des Parks läuft über ein geothermisches Kraftwerk, das von der starken, latenten Vulkanaktivität der Insel betrieben wird. Aus irgendeinem Grund verraten Ray, Allen und Dr. Hammond nicht, wie genau man das Kraftwerk herunterfährt und neu startet. Sie behaupten zwar, das wäre nur zu unserer Sicherheit, aber soll ich mich etwa darauf verlassen, dass einer der wenigen Auserwählten in einer Krisensituation körperlich und geistig anwesend ist? Ich habe mittlerweile selbst herausgefunden, wie es geht, nur für den Fall. Troodon, verletzender Zahn. Unsere geheimnisvollen Eier sind heute geschlüpft und bestätigten meinen Verdacht. Troodon, Pestinodon, unglaublich, dass ich sie in meinem eigenen Labor geschaffen habe. Dr. Hammond fürchtet jedoch, dass diese geklonten Dinosaurier nicht mit seiner Version für den Park korrelieren. Er will einen vollen Bericht, bevor er sie mit auf die Liste setzt. Hätten wir das gelesen, hätten wir es natürlich auch gewusst. Verletzender Zahn. Uns war klar, dass sie effiziente Räuber werden würden mit Greifhänden, Binokular sehen und außergewöhnlich großen Gehirn. Wir gingen davon aus, dass sie nachtaktiv sind, aber wir hatten keinen Schimmer, dass sie sich so gut tarnen können, ihrer Beute auf diese Weise nachstellen und ein so albtraumhaftes Gift produzieren würden. Nach dem letzten Vorfall sieht John die Troodons als Bedrohung für seine Vision des Parks. Er hat mir klipp und klar gesagt, dass sie vernichtet werden müssen, zusammen mit allen Dokumenten über ihre Schaffung. Ich werde mitspielen, aber ich werde keine ganze Spezies ausrotten. Ich werde sie vorerst in den Quarantänegehegen verstecken, dort sind sie sicher. Ich lese jetzt nochmal auch bis Seite 16 vor. Ich hoffe, oder wenn ihr ab jetzt keine Lust mehr habt, scrollt doch einfach weiter vor und dann geht's weiter mit der Story.
Weißt du noch, wie John vergangenes Jahr die Hälfte meiner Gelder für dringende Bedürfnisse abgezweigt hat? Heute konnte ich einen Blick auf eines dieser Bedürfnisse werfen und es stellt sich als weiterer Touristenfall heraus, eine Meeresausstellung. Sie wird erst in Phase B eröffnet werden, hat also keine Priorität für die Eröffnung des Parks, nur für die Grundlagenforschung. Die Leute, die das bauen, wissen nicht einmal, für welches Tier das gedacht ist. Vielleicht kann John Woo ja dazu bringen, einen Plesiosaurier aus Kaulquappen zu züchten. So, oh. Wir haben noch gar nicht 16. Ich dachte, wir sind. Dann sind wir ja schon bis Seite 14 und zwei fehlen uns nur noch. Gut. Dann geht's jetzt weiter, würde ich sagen. Kann sein, dass ich das jetzt nochmal neu laden muss, das letzte. Ja, ich möchte fortfahren. Kann sein, dass es sich wiederholt. Mal gucken. Nee, wir können sogar direkt weitermachen. Okay, super. Dann möchte ich jetzt gerne mal zum Plan. So. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen. Wenn Sie meinen. Was meinst du, Jess? Die da? Klar. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Sollen wir jetzt alle einkreisen, oder was? Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Dann nehme ich B. Was meinst du, Jess? Die da? Klar. Sie sagt klar. Ich will B. Und jetzt? Was ist denn jetzt? Muss ich das jetzt selber ableiten? Oder wie? Oder was? Boah. Soll ich mir den jetzt echt selber durchlesen können, den Plan? Weil alles, was die gesagt haben, habe ich schon längst vergessen. Was ist denn jetzt? Ich werde die hier jetzt streichen. Was? Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Nein! Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura, ich hoffe, Sie haben recht. Ich stelle mir vor, wie sie es immer einkreist und durchstreicht und am Ende ist es sofort so nur noch so ein schwarzer Fleck und man kann nichts mehr erkennen. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Tafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Ist gerade so laut. Ich weiß echt nicht, welchen ich nehmen soll. Ich möchte, dass sie es nochmal eigentlich erklärt. Ich muss wissen, was Sie in den Gängen erkennen können. Beschreiben Sie es so detailliert wie möglich. Ja, haben wir doch aber schon. Oder fehlte irgendwie einer? Hatten wir ja eigentlich schon. Ja. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die breiten Linien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Okay. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Tafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Wir wollen jetzt ja wissen, wo wir sind. Deswegen soll er nochmal sagen, wo wir sind. Wir sehen es ja auch eigentlich selber. Wir haben wieder die Sackgasse mit der Leiter. Wir haben ein Rohr. Noch ein Rohr. Rohr, Sackgasse, Leiter. So, jetzt gehe ich mal zu ihr. Und guck mal, ob ich sowas finde auf dem Plan. Keine Ahnung. Da ist eine Sackgasse, die haben wir aber irgendwie überall, oder? Wenn wir von dem Pfeil ausgehen, also sind ja überall unten immer Pfeile, wenn man reinguckt. Und da stehen wir dann vielleicht. Dann haben wir auf der linken Seite ein Rohr, das haben sie alle. Wir hatten aber auch auf der rechten Seite eigentlich ein Rohr. Das wird aber gar nicht angezeigt irgendwo. Dann hatten wir eine Sackgasse, die scheint auch eigentlich überall zu sein. Und eine Leiter haben sie, oder? Nee, das heißt, ich gucke gerade falsch. Auch wenn die Pfeile von unten sind, das heißt nur, dass man von da aus halt rein kann. Da, wo sie aber eingekreist hat, dachte ich, wäre auch so dieser eingeschränkte Bereich. Von welcher Pfeilseite aus guckt man denn dann? Verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Bin zu doof, glaube ich, für so einen Plan. Linke Seite, Rohr.
Leiter am Ende. Ich guck gerade überall, wo diese Leitern am Ende sind. Nochmal. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Die linke Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr, das dann im Boden verschwindet. Toll. Wonach genau suche ich doch? Große Rohre, Schaltkästen, Tanks, Leitern, sogar die Richtung des Gangs kann helfen. Suchen Sie weiter. Die Richtung des Gangs? Ja. Okay. Dann nochmal zu ihr. In der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Sie sagt ja, dass es links lang läuft, das Rohr. Wo sind wir? Das bringt nichts. Wenn wir über der Erde wären, wüsste ich genau, wo wir sind. Sobald wir wissen, wo wir sind, können wir dank dieser Tunnel praktisch überall im Park hin. Sie sind alle miteinander verbunden. Ja, yeah, das wird klasse. Auf der rechten Seite sind zwei elektrische Schaltkästen oder sowas. Kann sie das nicht gleich immer übertragen? Ich verstehe das nicht. Auf der linken Seite, wenn ich wüsste, von wo wir gerade stehen, dann könnte ich das selber auch mal besser lesen. Aber ich check gerade gar nicht, von wo. Der Pfeil von unten oder ist es nur da zufällig eingekreist? Von wo lese ich das sozusagen? Wo stehen wir an welcher Tunnelseite? Aber auch das wissen die ja auch nicht. Also, sie soll einfach mal einen nehmen. Ganz ehrlich. Check das nicht. Und ich verstehe nicht, wieso sie das sich selber irgendwie gleich überträgt oder so. Was die anderen sagen. Schaltkreise oder Stromdingens. Gehen wir nochmal zu ihm. An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Aha. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. An der rechten Seite ist eine Leiter und ganz hinten auch. So. Vielleicht nochmal die Leitern gucken. Rechte Seite Leiter und ganz hinten auch. Das könnte ja Gang A sein. Oder aber auch B. Na, eigentlich überall, wenn man vom Pfeil von oben guckt. Wenn man vom Pfeil von unten guckt, dann ist nirgendwo gleich rechts eine Leiter und weiter hinten auch. Wenn man bei X guckt und ganz links den Pfeil nimmt, dann hat man natürlich auch da einen Pfeil von unten, aber dann wäre die Leiter links und weiter hinten rechts die Leiter. Umgedreht, wenn der Pfeil von oben ist und wir stünden da, würde es natürlich wieder stimmen. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wo wir stehen sollen, auf welcher Seite. Und kann das schwer ausschließen. Die Symbole da sind Zugangsleitern. Die Breitenlinien stehen für große Rohre. Die Kreise sind Wasserspeicher. Die Kasten mit den Kreuzen drin sind Stromrelais oder Trafos. Hilft uns das? Das allein nicht. Aber die verschiedenen Kreuzungen scheinen leichte Unterschiede im Aufbau aufzuweisen. Die verschiedenen Kreuzungen. Wir können uns eigentlich nur an den Kreuzungen orientieren. Alles andere ist für mich total schwierig eigentlich, weil wir überhaupt nicht wissen, von welcher Seite wir halt stehen und ja, schwer zu erklären halt. Wir haben bei Y auch, wir haben überall Rohre und wir haben überall diese, nee, wir haben zum Beispiel nicht überall diese Stromkästen oder diese Wasserdinger oder was auch immer. Bei B zum Beispiel sieht es halt ganz anders aus als bei Y. Während vom Aufbau her Y und X, finde ich, sehr, sehr ähnlich sind. A hat da auch so ein Stromwasser, was auch immer Ding. Und es stehen auch überall kleine Notizen, aber die interessiert sie wohl nicht. Ich weiß es nicht, ich check's nicht.
Können wir nicht einfach mal was ausschließen und wenn es richtig ist, ist es richtig? Und ja. Wollen wir das einfach mal machen? Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ja. Ich auch. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Was meinst du, Jess? Wieder? Na. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen... Bei dem einen sagt sie klar, ich orientiere mich jetzt an ihr. Ich verstehe es ein bisschen richtig. Ich kreise die mal als Kandidat ein. Okay, Laura. Ich hoffe, Sie haben recht. Ja, dann schließ doch mal das andere wieder aus. Okay, die können wir ausschließen. Okay. Dann schließ die auch mal aus. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Glaubt sie auch nicht. Okay, ist doch super. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Nö. Ja, klar. Ganz sicher. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt, hä? Oh nein! Oh, jetzt sterben sie. Oh nein. Oh, voll traurig. Schade. Ja, das ist doch schön. Dann wissen wir ja schon mal, dass es nicht unten rechts ist. Das habe ich natürlich selber herausgefunden. Ach ja, also A ist es nicht. Warum war es jetzt nicht A? Warum? Weil da ist doch auch eine Leiter hinten, da ist eine Sackgasse, da ist noch eine Leiter. Ne. No? Schön. Rohre haben sie alle. Ja, dann bin ich für Y. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Oder wir nehmen einfach mal X. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ich probiere das jetzt einfach wieder auf meine Taktik hier. Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch. Ja, genau. Einfach mal zustimmen. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Ja, habe ich, weil das... Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja, klar. Ich bin total sicher. Ganz sicher. Yeah. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Ja, finde ich auch. Okay, wir sind hier. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, in die sie zusammenfließen. Wir müssen uns diese Route merken. Was ist los? Jenny, beeilung!
wir haben es rausgeschafft. Yeah. Oh Gott. Ja. Was habe ich getan? Ich habe sie da unten zurückgelassen. Ich muss sie suchen gehen. Was? Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse sie nicht diesen Tieren. Jerry, schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Yoder ist bei ihnen. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre... Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. Können sie uns hinbringen? Ich weiß es nicht. Norden? Am Meer? Sie müsste im Norden sein. Nahe der Flussmündung. Großer Fluss? Viele Wasserfälle? Ja, der große Fluss. Na gut, das ist ja schon mal was. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Por el amor de Dios. Wissen Sie, wo wir sind? Ich muss nachdenken. Es ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Injin hat so viel verändert. Wir haben keine Zeit, Sie und die Insel, Sie und Injin. Erzählen Sie mir etwas über Injin und die Insel. Was hat das alles mit Ihnen zu tun? Voll nett hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin, durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster, etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Injin die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Injin hat sie vertrieben? Ich wusste gar nicht, dass diese Insel mal bewohnt war. Injin hat ihr Volk umgesiedelt? Uns wurden Unterkunft und Medizin versprochen. Und Bildung. Sie haben ihr Versprechen nicht gehalten. In gewisser Hinsicht wohl schon. Aber die Unterkünfte waren in Slums. Die Medizin war abgelaufen oder verunreinigt. Wir hatten Schulen, aber keine Lehrer. Die Insel ist jetzt ganz anders. Ich kenne sie, sie ist ein Teil von mir. Aber als Injin auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica. Und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Injin ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknöpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Injin-Leuten nicht zu simpel erschien. Keine Kosten gescheut. Dr. Hammond, der Mann, der das alles geschaffen hat, ihm gehört Injin. Er sagt immer, er würde Unsummen dafür ausgeben, damit dieser Park ein Erfolg wird. Also hat er alles für die Saurier ausgegeben. Nicht für mein Volk. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Das war sicher eine schwere Zeit für Ihren Vater. Er wollte nur das Beste für unser Volk. Er war zu vertrauenswürdig. Er wurde ausgenutzt. Okay, genug geredet. Standen Sie sich nah? Er scheint ein mutiger Mann gewesen zu sein. Standen Sie sich nah? Damals auf der Insel, ja. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Mein Vater war ein Ava, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Okay, Sibo? Sido? Mein Block. Vor Injin kam, gingen mein Vater und ich ans Meer und ich ging schwimmen. Sagte mein Vater immer, Nima, kleiner Fisch, schwimm nicht so weit. Draußen kann ich dich nicht fangen. Als Injin kam und wir nach Costa Rica ziehen sollten, wurde ich sehr wütend auf meinen Vater. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört, aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Sie erinnern mich an Jess. So war es bei uns auch, zumindest vor der Scheidung. Ich nahm sie ins Museum oder in den Zoo mit. Und sie ist immer auf alles draufgeklettert. Sie kletterte so gerne. Sie konnte gar nicht anders. Auf Sachen rauf, in Sachen rein. Einmal ist sie in ein Tigergehege geklettert. Mit einem echten Tiger drin. Aber jetzt nicht mehr? Nein, seit der Scheidung ist alles anders geworden.
Tja, Leute, wie es weitergeht hier im Gespräch, müssen wir leider... Jetzt höre ich wieder zu, das tut mir leid. Ich wollte einen Cut machen. Dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. Ich werde sie bald nicht mehr besitzen können. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, smuggeln Drogen oder schlimmer. Manche verschwinden einfach. Okay. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Anker. Ich muss reden. Ich und darf gleichzeitig keinen Cut machen. Bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Sie haben Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist ein Sönnername. Ich habe sie nach der Stadt benannt. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Ein neues Leben anfangen. Das ist ein guter Name. Und eine gute Stadt. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war. Und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Jess hat mein Leben auch verändert. Sie war meine zweite Frau, zweite Tochter. Ich scheine ein genetischer Informationsträger für Rebellion zu sein, weil beide meine Töchter das geerbt haben. Ich arbeite echt hart. Ich arbeite echt hart, um Jess zu beschützen und Ärger von ihr fernzuhalten. Sie sieht das aber anders. Noch eine Tochter? Was ist mit Ihnen? Ist aus Ihnen was geworden, weil Ihre Eltern Ärger von Ihnen ferngehalten haben? Ich? Ich war selbst ein kleiner Teufelsbraten. Unkontrollierbar. Das liegt bei mir in den Genen. Oh, naja, das ist was anderes trotzdem. Was Jess in ihrem Leben bisher gefehlt hat, ist eine Vaterfigur, die auch präsent ist. Vielleicht habt ihr ja Bock mal... Naja, Sie sind zu einer sehr fähigen Frau herangewachsen. Ihr Vater muss sehr stolz auf Sie sein. Danke, Jerry. Das hätte mir aber früher klar werden sollen. Ich verstehe. Ja, vielleicht seid ihr jetzt fertig mit Reden. Vielleicht zufällig. Nima, schauen Sie... Ja, Nima? Was denn? Nuke redet. Nima, helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Nima, ich will Ihnen vertrauen. Helfen Sie mir dabei, Jess von der Insel zu kriegen. Und ich werde alles tun, um Ihnen und Ihrer Tochter zu helfen. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen, Jerry. Wenn wir nicht von der Insel runterkommen, müssen Sie das auch nicht. Bitte. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, durstig auch. Aber ich will einfach nur Jess finden. Gut. Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den Vögeln von heute. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass viele Theropoden aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den vierten von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Jurassic Park Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium.